Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Part 39, müsste es mittlerweile sein, von The Witcher 3 Wild Hunt. Hallo, Kirby. Hallo, ich finde, ja? Dass der Geralt, der sieht jetzt gar nicht mehr so klautzig aus, ne? Nee. Das macht eine schneidige Figur aus der anderen. Ja, auch nicht mehr so bayerisch, ne? So nee, bayuvarisch. Das finde ich tatsächlich mal schön, was der anhat. Ja, sieht ritterlich aus. Ja, genau. Nicht so bäuerlich. So, wir müssen Rattenfallen aufstellen. Genau. Wir sind ja mit der Triss Merigold unterwegs. Genau. Der guten alten Triss. Der Triss mit der schönen Haare. So, und müssen Rattengetriss machen. Rattengetriss. Hier drinnen Rattenfallen? Der hat doch gesagt, um das Haus, hat sie gesagt. Tja. Hast du die Hexersinne an, ja? Ja. Sonst leuchtet das ja nicht so gelb. Denkst du, ich hab getrunken oder was? Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Du bist schmerzhaft, Junge. Schreit der aber. Ab. Geh mal die Treppe hoch. Hallo, alter Mann. Was ist das? Armer Gatter. Tja, aber scheinbar ist das im Haus. Ja, anscheinend. Ach, guck mal. Ah, alles klar. Ja, das sieht schon sehr rattig aus hier. Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Ich dachte mal, rattig heißt. Du weißt schon. Bitte? Ich dachte, rattig heißt sowas wie rollig. Ja, ich wollte Wortspiele wieder machen hier. Ach so. Tja. Tut mir leid, dass ich hier so rumschwamme. Mit diesem, nennt man das so, rumschwammen? Auf jeden Fall diesen Blick hier so die ganze Zeit aufgesetzt habe. Das wird schon stimmen. Das für eine Geheimnis. Ich bin wieder raus. Ja, ja. Deswegen ist es eher so, als wenn es doch schon eher Richtung Innenraum geht. Da hinten kannst du immer eine Quest einsammeln, habe ich gesehen. Ja, das machen wir auch noch. Gehen jetzt mal hier rein. Abgeschlossen. Ja, sag mal, Leute, wie sollen wir euch denn da helfen mit eurem blödsinnigen Rattenproblem? Ja, ehrlich. Jetzt sind wir aber total in der Mitte. Jetzt muss das doch stimmen. Ja, muss das denn dann rot sein, oder was? Cool, das ist doch das Haus von der Triss, oder nicht? Ja, aber muss denn das rot sein? Ja, wenn du das dann auslegst? Suchst du was Rotes? Ja. So schnell, ja? Okay. Platziere Rattenfallen rund um das Lagerhaus. Das Lagerhaus? Das ist doch hier nicht das Lagerhaus. Nee, das ist das Wohnhaus. Mann. Geralt. Konzentrier dich! Den kann man Such jetzt das Lagerhaus, so. Das ist ja ein Laden. Benimm dich, Hexer, sagt der. Hau dir meine. Nein, das mach ich nicht. Machst du? Nee, du warst doch jetzt. Geh doch mal. Ich dachte, ich wollte das Lagerhaus hier finden. Ich dachte, von der Richtung kam ich. Also, Ich dachte, da warst du immer noch nicht, da drunter. Okay. Guck mal, siehst du, ich entferne mich hier so. Was ist das denn hier? Haben wir das nicht schon gelesen? Die Götter haben. Ah, ja. Haben es gehört. König Radovid. Das ist doch bestimmt das Lagerhaus. Das ist doch so ein Schmied und so ein Lagerhaus. Da waren wir aber eben auch. Da kam man nur von der anderen Seite. Guck mal, hier steht aufnehmen. Hier drin war ich auch eben. Ja, aber ich kann man... Nee, da ist keine Tür. Nee, ich klaue euch hier schon nichts. Ich will hier nur irgendwas platzieren. Das nenne ich mal schönen Gesang. Ihr hört die Musik, ja, aber ihr müsst sie auch fühlen. Rund um das Lagerhaus. Komm. Ach. Nein. Ich wollte dich nicht hauen. Guck mal, hat er schon direkt Angst. Der Kaufmann. Guck mal, da kann man rein. Ich übernehme da. Die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Ja, hier sind Rattenaktivitäten. Wir wären beide lieber woanders. Ich sehe sie jetzt gerne in einer... Da hinten war was Gutes. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten.
und nach Code. Hier, ich habe Code gefunden. Das Duftzeug platziert haben. Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Aber echt mal. Ich find's lustig. Ich muss das machen wie ein Mann. Einfach durch. Guck da mal. Da war was. Vor deinen Füßen. Guck auf den Boden. Da. Ah, da ist ja wieder der Code. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Welcher Kerl? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Brandon. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Tja, vielleicht solltest du dich um sowas sorgen. Ich, so, wo ist der letzte alias Scheißhaufen? Crane, weiß, dass man manchmal in Fallen gelockt wird. Wo ist die Scheiße? Hallo? Naja, hier wird es ja wohl nicht sein. Da sind wir reingekommen, ne? Ja, eigentlich ist, wenn du jetzt direkt links gehst, die Ecke, da haben wir halt noch nichts ausgelegt. Eigentlich müsste ja da was sein. Warum? In den Getreidespeicher kannst du nicht rein. Nee? Nee, das ist doch unhygienisch. Aber da ist so ein Arm halt auf der Karte. Ja, da ist ja auch, aber so eklig. Kann man doch nicht durch das Getreide laufen. Ach, Mann. Schnell, Geralt. Dieser Kornspeicher ist zwar gemütlich. Guck mal, da müsstest du doch eigentlich, das sieht auch wieder so aus wie da, siehst du? Ja, das war beim eben, habe ich das auch beim ersten Mal nicht gesehen. Ich aber diesmal, da habe ich es auch nicht gesehen. So, Triss, wir sind fertig. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Woohoo. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Ja, bevor der Rattenkönig kommt und uns den Kopf abreißen will. Was ist denn jetzt mit den Ratten? Die verschwinden. Oh, und wie? Wohin laufen die denn? Wo laufen sie denn? Die laufen alle in die Stadt raus, ja. Super, toll. Hast du gut gemacht. Freuen sich die Leute. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Komm, wir bohren noch ein bisschen. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Okay, jetzt hat sie mich. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Der Jennifer geht so gut, oder nicht? Nicht schlecht, ja. Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Boah, die wirkt aber bedrückt. Hatten die beiden mal was am Start? Ist die eifersüchtig? Dann hat er die verlassen, aber der hat die alle verlassen. Wie er das gesagt hat, auch nicht schlecht. Hätte sagen müssen, nicht schlecht. Sie an, unsere Turteltauben schwatzen da steht, lieber als zu arbeiten. Ich hab dir eine Kopfnuss. Die Arbeit ist getan.
Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Cool. Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Bei dem Geruchssinn hättest du dich dünne machen sollen, solange du konntest. Du hättest dich mal dünne machen sollen. Eigentlich nicht dünne. Und was du tun solltest, bezahlen und deine Jungs hier wegbringen, solange du kannst. Lächerlich. Ich habe keine Zauberin angeheuert, um sie zu bezahlen. Hör auf mich, Mutant. Wenn's dich nichts angeht, dann halt dich raus. Danke für den Rat. Leider kann ich ihn nicht beherzigen. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Ach, danke. Auf die Fresse. Los jetzt. Auf ihn. Langsam. Oh, hast du nicht den Schild? Doch. Eigentlich schon. Ich bin da. Bist wieder vor. Oh, Entschuldigung, ich sollte mal die Kamera drehen, ne? Upsala. So. Sehr gut. Katja und Haar. Ich angeheuert, in der Annahme, dass er nicht zahlen muss, reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen, wir müssen Brandon finden. Das werden wir. Gucken wir erstmal hier, ne? Hexenjägerschwert, nehmen wir. Dann nehmen wir nochmal. Wir haben ja wieder Platz, ne? Wir haben genau. Ja... Waren das nur zwei? Ich dachte, eines wären drei gewesen. Ja. Oder hat die einen pulverisiert? Oder, da. Oh, da liegt da die Hälfte. Ja, komm. Euer letztes Hemd hat garantiert keine Taschen. So, klopf, klopf. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Ja, dafür hat er aber viel zu groß getönt. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten. Guck mal, wie da hinten wackelt. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal. Weg vom das Haus ist bei der ersten. Guck dir noch. Es gehört einem reichen Bankier namens De Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Super. Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Das war echt so lustig. Dass der sich nochmal nach dem Umdrehen. Ja, war echt. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Oh Gott, die Arme. Komm mal vorbei. Das tut doch weh. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Wir kommen auf jeden Fall vorbei. Ja. Von ausgehen. Smell later. So, nun, was haben wir denn jetzt hier? Ich finde die Träumerin in dem alten Haus. Ja, das machen wir jetzt direkt mal, ne? Ja, denke mal dran, bei den Quests zu gucken, welche Stufe die haben. Ah. Bevor wir geradewegs in unser Verderben rennen. Du bist ein Fox. Empfohlene Stufe 7. Ja, das machen wir. Ja, müssen wir mussten in der Stadt eh auch noch eine Quest einsammeln. Irgendwo war noch ein Ausrufezeichen. Was ist das denn? Wie sieht denn der guck aus? Mal, Mann von Hurensohn. Der sieht doch aus. Wie Mann von Hurensohn. Der sieht aus wie so eine Pantomime oder so. Das ja, sieht aus wie ein Clown. Pantomime in Unterwäsche. Mit der Karte angeklebt. Was ist das für ein Typ?
ist echt der Hammer. Guck mal, er hat Tattoos an den Beinen. Ist ein Wrestler bestimmt. Sicher. Im Leben muss man. Hat so eine Karte, da echt so eine Peak. Ass. Ja, ja. Bestimmt ein Wrestler. Zwielichtige Person, wo sind wir denn da, ey? Guck mal, zwielichtige Person. Ja. Das ist einer krimineller als der andere. Die bestehlen sich den ganzen Tag gegenseitig. Selbstsüchtige Wichser allesamt. Ja, die macht mir Angst. Kampf im Manze. Guck mal, wir sind schon da. Flatsch, flatsch, flatsch. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Schöner Hut. Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen. Seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Warum? Weshalb? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Mhm. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Ikidigit. Was war das denn für ein Geist? Fäkalgeist. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Der will aber schon ein bisschen flirten, oder? Die sind trotzdem alle so geil, die Leute, finde ich jetzt in der Stadt. Sehr. Super, super. Komm, wir gehen rein. Hat wirklich so, weiß ich nicht, so Großstadt-Flair da ein bisschen, ne? Ja. Oh. Kannst du direkt Sachen mitnehmen. Der ist ein Bankier, dem fällt es nicht auf. Trauben oder Parfüm. Kandelaber. Kannst du alles behalten. Aber ich guck mich mal lieber hier um. Sinnloses Geschmeide. Genau. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Was? Wer? Soll ich erstmal hochlaufen? Die ist doch bestimmt da unten drin. Stell das bitte hin! Das ist Blut! Ah nee, du hast recht. Ey, das ist doch. Ist das nicht Hansi? Ja, das sah aus wie Hansi. Kleiner perverser Klon von Hansi. Das ist nur ein Traum. Wach auf. Prumpf, prumpf. Was ist denn da los? Was ist denn mit der los? Die Puppe. Der Dachboden. Das ist auf jeden Fall gut am Klippeln, das Amulett. In die Reihen. Die Puppe, der Dachboden. Was war das? Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Na schön. Hast du noch deine Geisterpuppe? Tu das nicht. Deine Geisterlampe? Ja. Lass das! Scheint kein Geist zu sein. Lämpchen. Nur ein Traum. Was ist denn hier drin? Ich habe der Kind wirklich nur Quatsch. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Ganz ruhig. Wir gehen erstmal auf den Dachboden, ne? Jo. Keller kann man sich später noch angucken. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Ah, ja. Schon gesehen. So. Ja, zack. Mal so gucken.
Ah ja. Wusste ich's doch. Katum. Wow. Komm, einmal kurz gucken. Aber war da nicht gerade was Rotes? War da was Rotes? Ich dachte irgendwie unter dem Schrank, aber ich bin mir nicht sicher. Da, siehst du? Ja, so eine Notiz oder irgendwie sowas. Ah, auf dem Stuhl hier, ne? Genau. Zeichen eines Kinderbetts. Wow. Calcium-Equum. Kuhmilch. Kuhmilch. Ja, nicht einfach da oben hinstellen, die wird doch schlecht. Oh, Zwergenschnaps, nehmen wir. Lumpenpuppe. Questgegenstand. Nehmen wir auch, ja, das ist auch, die hat auch rot geleuchtet. Ja, was ist hier drin? Redanisches Blondes, jawoll, und ein Roggenschnaps. Wasserflasche nehmen wir auch mit. Ja, wir brauchen Sachen. Silberner Kandelaber, ja. Meistergegenstand. Nee, aber brauchen wir nicht. Ja, Runensteine nehmen wir immer gerne. Natürlich. Reines Silber. Nope. Ja, ich, okay. Hast mich überzeugt. Ich komme. Komm, wir machen auch eine Abkürzung. Hui. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Was ist denn jetzt? Untersuche das Bild. Ach so. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass wir das Bild ja eingesammelt haben. Oh, halt. Wo ist der Inventory? Da. So. Habe ich das jetzt bei den Büchern? Nee. Doch. Das ist... Nee, ist der Auftrag Spukhaus, Monster in Ochsenfurt, Gewinnturnier. Müssen wir auch alles noch lesen. Okay, dann ist das bei Questgegenständen. Da. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Also das Bett oder die Zeichnung? Ich glaube die Zeichnung, oder? Ja, war aber doch schon ganz gut gemacht. Tja. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Aber nicht auf dem Dachboden. Im ersten Stock. Also hier. Also. Bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Wo war denn hier eine Wiege? Am angrenzenden Zimmer vom Bett vielleicht. Da grenzt noch so ein Zimmer an. Du bist ja. Da ist die Wiege. Creepy. Total. Ja, Püppchen. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen. Ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Oh nein. Muss man einen Ofen suchen? Eieiei. Und in der Küche wahrscheinlich. Oder im Keller. Ach so, ein Ofen. Kein Kochofen, ein Heizofen. Man weiß es nicht. Na, der wäre natürlich tatsächlich eher im Keller. Aber wir gehen erstmal kurz hier, weil... Weiß ja nicht. Das ist doch die Küche. Da ist ja so ein, da ist auch so ein Ofen, aber so ein Kamin, aber ich glaube, das war nichts. Nee, das ist ja nicht, ne? Naja, ist nicht rot. Okay. Also meinen die keinen Kochofen. Da ist ein Heizofen. Ja, das sieht so aus. Wer wohnt denn im Ofen? Der Weihnachtsmann. Hat man mir als Kind so beigebracht. Ja, kennt doch jeder. Ja. Da, Hansi. Nee, nicht Hansi. Hab ich dich erschreckt? So ähnlich. Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Das ist kein Spiel.
So wie du spielst, ist es nur für dich lustig. Weil du ein Langweiler bist. Ihr Menschen seid alle Langweiler. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Ich auch nicht. Recht nicht als Mitbewohner. Nee. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Kannst du Hansi gehen? Der spielt mit dir. Ja. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte. Lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Finde ich gut. Ich gönne dem Kind das auch mehr als dem Bankier. Kann sich ein anderes Haus kaufen. Ja, ist auch gut immer so. Aber ich hätte das schön gefunden, wenn man die Göttlinge zusammengebracht hätte. Ja, hätte man vielleicht, ich bringe dich hier weg, aber ich wollte nicht irgendwie. Aber dann, ne, warte, da war noch was Rotes. Ach so. Ich hatte Angst, dass der dann nachher so wütend sagt, ne? Ja, ich auch. Ach ja, guck mal hier. Du musst doch kaputt machen. Puff. Hallezen. Was ist hier denn los? Guck mal, eine Schatztruhe. Kavalleriehandschuhe. Nehmen wir. Diamantstaub. Oh. Hui. Sidarischer Gambeson. Genau. Gambeson. Oh, du bist überlastet. Kannst dich direkt mal neu umziehen. Bin ich schon wieder? Hm. Komm, dafür reicht's noch. Redanischer Kräuterschnapp, super. Rostiger Hammerkopf. Oh, warum nicht? Was haben wir hier drin? Morana-Runenstein mit Kistenstaub. Boah, heieiei. Aber hier schön. Ist nichts mehr, oder? Sehe ich das richtig? Nee, da, ich muss aufschlucken, Entschuldigung. Oh nein. Nee, da ist nichts mehr. Ich muss hier hoch. Oh. Das ist zu schwer. Oh, warte, da war doch noch was. Deswegen wollte er nicht gehen. Noch ein Oberteil. Ah, na super. Ey, da. Komm, auch da. Ah, sehr gut. Guckst du dir die Sachen mal kurz an? Das mache ich und dann lasse ich auch... Oh, da ist noch was. Ach nee, das sind die Steine, die sind immer noch rot. Ah, okay. Sonst war hier nichts, nee, ne? M-m. Gut. Ich guck mal gerade ganz kurz, ob ich jetzt mit der Sarah reden kann. Nee. Gott, ich bin eingeloggt in meinen Hexersinn. Siehst du das? Ja. Nun ja, gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Sachen an. Ah, falscher Knopf. Mhm. Falscher Knopf. So, können wir dir auch ein bisschen was da lassen. Ah. So, ja. Also. Oh. Hexenjägerschwert, ganz schön doof. Das ist doof. Ist auch nicht so viel wert, ne? Das Stahlschwert müssen wir irgendwann mal was einsetzen. Ja, das stimmt. Ja, weg damit. Und das sind diese Gambesons. Also ne? Die Handschuhe sind schon mal besser als deine. Die Rüstung ist... Ist schlechter. Nicht so gut, nee. Ist die auch schlechter. Die auch. Alle schlechter. Die auch. Ja, das sind, genau, die hast du auch an, glaube ich. Ach so. Oder? Nee. Au, guck mal, die sind ja richtig, das recht. Die sind besser. Super gut. Zack. Schön. Ja, finde ich auch gut. Gut, sonst haben wir hier noch was. Nee. Das hier ist gleich, ne? Ja, genau. Wenn es repariert wäre, wäre es gleich. Genau. Oh, aber das ist besser. Wenn es repariert wäre. Wenn ich das so richtig... Ne? Minus 8 durch die Reparatur und es ist nur minus 3 schlechter. Ja, genau, schlechter. Richtig. Es wäre ein bisschen besser. Okay, haben wir hier... Das ist doch... Edstein, ja, genau. Also das kann ich nur. So. Hm. Ach komm, dann lassen wir es erstmal. Ne? Wenn wir es brauchen, machen wir es. Mhm. Bin ich jetzt nicht mehr überladen.
Ja, nee, richtig. Mm-mm. Sehr gut. Alles wieder prima. Leute, aber ich würde sagen, hier beenden wir jetzt auch mal den Part und im nächsten Teil werden wir uns nochmal angucken, was das hier noch alles für uns bereithält. Ne? Dann sprechen wir mal mit der Träumerin. Das machen wir. Tschüss. Tschüss.